los? Hallo zusammen, ich bin Diana und Francesco zeigt sich nachher auf dem Trampolin. Wir werden jetzt jeden Tag, also unter der Woche, ich ein Video aufladen, damit ihr nicht langweilig wird, damit ihr kreativ bleibt und ein bisschen Spass habt. Ja! Bravo! Yeah! Hallo, ich bin Francesca und wir zeigen euch heute, wie man ein Büchsentelefon macht. Einen guten alten Klassiker, damit ihr auf noch Distanz miteinander könnt telefonieren und quatschen. Was ihr dazu braucht, zeigen wir euch jetzt. Läuft schon? Ja, es läuft. Ja, wie seht ihr? Okay. Gut, tipptopp. Ihr braucht einen Hammer. Woo! Dazu braucht ihr einen Nagel. Selbstverständlich zwei leere Dosen. Ausgewaschen. Dass die Dosen etwas schöner aussehen, braucht ihr auch noch Farbe. Und falls ihr mit den Fingern malen wollt, Pinsel. Am besten eignet sich Acrylfarbe, weil die Gouachefarbe hebt vielleicht nicht so gut. Acrylfarbe geht nicht von den Kleidern aus. Nehmt eine Scheibe und Zeitung, um den Tisch zu schützen. Dass man diese Büchse kann miteinander verbinden kann, braucht es noch eine Rolle Schnur. Am besten ist die Paketschnur möglichst feste. Schaut, dass ihr daheim habt. Und damit ihr euch nicht verletzt, noch ein bisschen Klebe zum Büchse am Schluss abkleben. Dann legen wir doch los! Okay, wir haben jetzt den Platz eingerichtet, die Scheiben angelegt, die Zeitung ausbreitet und wir fangen an, die Dose parat zu machen. Natürlich machen wir das immer gerade mit beiden. Ihr nehmt das Klebe weg, das ganze Papier hier. Das ist manchmal eine mühsame Sache. Bis es so aussieht. Und nachher war es hier innen ist der Deckel. Der Rand kann etwas schneiden. Zur Sicherheit tun wir dann mit Klebe abkleben, damit ihr euch sicher nicht verletzt, wenn ihr hier nachher telefoniert. Und nachher dürft ihr auch anmalen. Malt möglichst farbig, möglichst bunt, mit lustigen Mustern. Vielleicht habt ihr auch etwas, wo ihr euch ein Lieblingstier oder so drauf machen wollt. Viel Spass! Falls ihr keine Acrylfarbe daheim habt, könnt ihr natürlich auch mit Klebe eure Büchse umwickeln und einfach mit einem Stift schöne Muster drauf malen. Wir haben jetzt alles abgewaschen und jetzt müssen wir warten, bis alles trocken ist. Und warten kann man am besten, indem man irgendetwas spielt oder aufs Rittiseil geht. Woo! Lass la Bamba la. Meine Büchse ist natürlich schon lange trocken und darum kann ich jetzt anfangen, mit einem Nagel und einem Hammer ganz vorsichtig ein Loch drin zu machen. Ich nehme da für das die genaue Mitte. Bei dieser Büchse ist es jetzt noch cool, da hat es jetzt eine Zahl drauf. Die kann ich gerade so als Punkt nehmen, dass ich weiss, wo ich den Nagel reinschlagen muss. Ich nehme den Nagel und ich habe den Nagel nicht so, sonst haue ich mir auf den Finger, sondern ich habe ihn wirklich hier ein bisschen unten. Ich stelle ihn so vorsichtig drauf und am Anfang nur ganz fein. Au! Ganz fein probieren, ein Löchli zu machen. Irgendwann merke ich, ui, jetzt geht er durch. Und dann habe ich ein super gutes Loch machen. Er muss auch nicht ganz durch, weil sonst kriegen wir ihn nicht mehr raus. Wir müssen ja hier nachher eine Schnur durchziehen. Ich habe hier meine extra lange Schnur und die tue ich jetzt hier durch das kleine Löchli probieren einzufädeln. Wenn es nicht geht, wenn der Faden zu gross ist, dann kann man vielleicht mit einem grösseren, dickeren Nagel probieren, das Loch etwas grösser zu machen. Aber ich glaube, bei mir sollte es jetzt gerade funktionieren. Tipptopp. Dann kann ich das durchstoßen. Durchstoßen, durchstoßen, durchstoßen. Bis er da unten wieder raus schaut. Und da müssen wir jetzt einen Knopf drin machen. Für das tue ich das Ende von der Schnur so drüber legen, dass es aussieht wie ein Luftballon. Seht ihr das? Der liegt jetzt über, über dem Teil von dieser Schnur. Und dann kann ich hier unten rein und dann anziehen.
Den Knopf kennt ihr sicher alle, wenn ihr sicher schon ganz viel Mal gemacht. Genau. Und den muss ich jetzt mehrere Mal machen, dass der möglichst dick wird, dass er nicht wieder durchs Loch durchflutscht. Also Luftballon. Ins Loch und anziehen. So, vielleicht Länge 2 oder 3. Müsst ihr selber ausprobieren. So, ich denke, das länger. Kann man so testen, indem man an dieser Seite wieder zieht und mal schaut, ob er hebt. Tipptopp! Wow! Und je nachdem, wie weit das denn euer Telefon muss gehen, so ein langes Stück Schnur müsst ihr nachher abschneiden. Wir haben einen riesen Garten. Unser wird mega lang. Oh yeah! Ich messe jetzt ab, wie lange dass wir unser Telefon machen. Okay. Länger, länger, länger. Bis zum Trampolin. Okay. Das ist ja wie Fischen da. Unter das Trampolin. Unter das Trampolin. Okay. Oh, so weit. Oder zum Baum hinteren. Nein, gehen wir bis nicht vorne. Okay. Nein, weißt du was? Tu doch lieber wirklich bis zum Baum hinteren. Also! Okay, so weit wollen wir es testen. Okay, ich muss wieder Füße machen. Also, Diana hat jetzt ihre Büchse eingespannt. Und jetzt probieren wir möglichst einen grossen Abstand zu haben, dass sie sich richtig spannt. Und dann lassen wir mal, ob man sie hört. Es funktioniert! Was wir natürlich auch noch machen, ist das Telefonspiel miteinander spielen. Wir probieren mal zu hören, was Diana uns zuflüstert. Wer hat es verstanden? Schreibt es doch in die Kommentare! Und. Und das letzte Wort! Wenn ihr alle drei herausgefunden habt, schreibt es doch in die Kommentare. Wir sehen uns am Ende wieder. Yeah! Bis dann viel Spass beim Ausprobieren. Und ihr könnt auch mal testen, ob es um die Ecke funktioniert. Oder ob es von nahem funktioniert. Wenn ihr ganz leise redet, wenn ihr ganz laut redet, probiert es doch einfach mal selber aus.